Wir sind jetzt in einer Zeit, wo es ganz besonders wichtig ist, dass wir unser Gebiet, das heißt das Gebiet, das wir besonders zu vertreten haben, entsprechend präsent machen. Jetzt werden die einzelnen Richtlinien erlassen und derjenige, der jetzt nicht präsent ist, der riskiert, dass er dann in den Richtlinien nicht aufscheint. Und deswegen haben wir diesen Kongress, diese Tagung einberufen, wo wir eben gesagt haben, wir möchten ganz besonders auch die Schwierigkeiten der Berggebiete aufzeigen. Die Berggebiete sind ja nicht nur eine einzige Region, sondern der gesamte Alpenraum, von den französischen Alpen bis nach Niederösterreich. Und wir als Vertreter dieser Gebiete müssen eben sagen, wo sind die besonderen Schwierigkeiten vorhanden. Wir wissen, dass jetzt die Richtlinien neu erneuert werden. Und ich glaube schon, dass es deswegen richtig ist, dass man von vornherein bestrebt ist, dieses Gebiet zu erhalten. Zum Zweiten, dass man die von Natur aus gegebenen Nachteile irgendwie berücksichtigt und ausgleicht. Und dass man vor allem auch die Beschäftigungspolitik, die Wohnpolitik, die Lebensverhältnisse, aber auch Forschung und Entwicklung entsprechend in den Mittelpunkt stellt. Und da sind eine ganze Menge von Strukturen, primäre und sekundäre, die damit zusammenhängen. Und wir möchten, dass das Berggebiet von seiner Vielfalt gesehen wird, einerseits was die Berglandwirtschaft anbelangt, aber insgesamt die gesamte Bergbevölkerung, die Besiedlung dieser Gebiete, die Lebensqualität, aber auch die wirtschaftliche Situation. Und ich bin überzeugt, dass wir zwar nicht alles erreichen werden, aber einiges werden wir sicher erreichen. Wenn wir in Brüssel sind, so versuchen wir immer wieder mit entsprechenden Institutionen, mit entsprechenden Persönlichkeiten zusammenzutreffen. Denn letzten Endes spielt ja auch die menschliche Seite eine Rolle. Man muss die Möglichkeit haben, direkt mit denen zu reden, die morgen die Entscheidungen wesentlich beeinflussen können. Das sind einerseits die Kommissäre und andererseits die Spitzenbeamten. Diesmal bin ich nicht mit Kommissären zusammengekommen, sondern mit Spitzenbeamten und dabei vor allem mit dem Zuständigen für die regionale Entwicklung. Das heißt, dem Direktor Walter Defa. Er ist derjenige, der gemeinsam mit Kommissar Hahn diese Programme ausarbeitet. Und das ist schon gut, wenn wir die Möglichkeit haben, vor allem unsere Schwierigkeiten, unsere Besonderheiten entsprechend aufzuzeigen. Und ich muss sagen, dass er sehr viel Verständnis hat für diese Gebiete. Und wir haben uns letzten Endes dann sehr intensiv über die Strukturfonds der nächsten Zeit unterhalten. Und er ist vor allem der Meinung, dass wir Schwerpunkte herausgreifen sollten, dort, wo wir besondere Eignung haben. Das heißt vor allem in Forschung und Entwicklung. Und Forschung und Entwicklung wird in Zukunft eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielen. Und er ist deshalb der Meinung, dass wir gerade in diesem Bereich entsprechende Projekte präsentieren sollten. Und dann vor allem ein zweites, das grenzüberschreitende Zusammenarbeit, was Interreg-Programme anbelangt, aber auch vor allem, was die Europaregion anbelangt. Wir haben ja jetzt eine Europaregion, wo Trentino dabei ist, Südtirol dabei ist und das Bundesland Tirol. Und der ist der Meinung, dass Projekte, die vor allem für alle diese drei Gebiete Wirkung haben, einen ganz besonderen Vorzug haben sollten. Und deshalb vor allem, was Forschung, die Einrichtungen von Forschung und Innovation und so weiter, dass man gerade hier entsprechende Projekte ausarbeiten sollte, aber auch, was die übrigen Bereiche anbelangt, grenzüberschreitende Projekte sollen einen gewissen Vorrang haben, weil hier einfach die Verzahnung verschiedener Gebiete, unabhängig welchem Staat sie angehören, damit betroffen sind. Und wir haben uns mit seinen Mitarbeitern diesbezüglich unterhalten und ich bin überzeugt, dass wir hier sehr wohl eine Möglichkeit haben, Projekte vorzubereiten.